Hallo, hier ist Liha2004. Wie der ein oder andere vielleicht, der auf Instagram mir folgt, mitbekommen hat, dass ich jetzt eine PlayStation 4 habe und darauf auch FIFA spiele mit diesem Controller nebenbei. Aber eigentlich geht es um FIFA. Und ich würde mal so meine ersten Einschätzungen erzählen, was ich so bisher gemacht habe und wie das so ist. Und ich habe ja früher auf der Wii gespielt und das ist der erste Punkt. Die Grafik ist so ungefähr 1 Million Mal besser. Weil auf der Wii, das waren so, keine Ahnung, kann man so gerade erkennen, dass das Menschen sein sollen. Und hier ist er halt schon echt krass, auch mit Falten und allem. Oder wie das alles gemacht wurde, selbst wenn man schießt, dass da die Graspartikel fliegen. Und ja, auch dass die Trikots dreckig werden, waren für mich ein ganz neues Highlight, obwohl es das ja schon in mehreren Spielen gab. Und ja, wie man, wenn man auf die Rückseite guckt, direkt sieht, hier die FIFA gespielt haben, die wissen es alle, das ist Alexander. Mit dem spielt man ja The Journey, das hatte ich innerhalb von 3 Tagen, glaube ich, dann durchgespielt. Und habe den jetzt auch bei mir im Ultimate Team, das ist dann nämlich der zweite Punkt. Ich habe schon Ultimate Team getestet und es ist auf jeden Fall sehr gut mit der 14-tägigen Testversion, weil ich ein armer Schlucker bin. Und ja, auf jeden Fall, das macht sehr viel Spaß. Man kann aber auch sehr viel kaputt machen dabei. Und ja, sonst habe ich auch schon einen Karrieremodus angefangen. Das ist auch sehr gut gemacht mit den Verträgen, dass man die Spieler alle mit Verträgen ausstatten muss auf der Wii damals. Da hat man einen Spieler gekauft und dann war fertig. Und dann gab es auch nicht so, der Spieler will wechseln und so, dass man denen dann mehr Einsatzzeiten geben musste. Also man fühlt sich halt echt wie so ein, also in der Trainerkarriere, wie so ein richtiger Trainer. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und da kann man sehr viel Stunden Zeit rein investieren. Und ja, falls ihr FIFA Let's Plays auf diesem Kanal irgendwann mal sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Falls ihr FIFA spielen wollt, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und falls ihr diesen Controller cool findet, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und abonniert diesen Kanal. Ciao.